Unweit von der Burgruine Hoher Schwarm in Saalfeld befindet sich das Schlösschen Kitzerstein. In den Mauern des Renaissance-Schlösschen, das 1521 bis 1524 erbaut wurde, befindet sich die Kreismusikschule Saalfeld. Am vergangenen Samstag feierte diese Musikschule ihr 70-jähriges Bestehen. Dazu wurde das Publikum in das Kultur- und Tagungszentrum Meininger Hof in Saalfeld eingeladen und viele folgten der Einladung. Um etwas zur Geschichte zu erfahren, baten wir die Leiterin Jana Bauer vor die Kamera. Wir feiern heute das 70. Jubiläum, den 70. Geburtstag unserer Kreismusikschule in Saalfeld. Und wir freuen uns, dass wir hier einen ganz toll gefüllten Saal haben und das Konzert geht gleich los. Wir haben die Musikschule Saalfeld wurde in den 50er Jahren, also genau 1953, gegründet in Saalfeld und hat ihre ersten Schüler in der Gaststätte Das Loch in Saalfeld empfangen. Und ein paar Jahre später ist sie in unser schönes Schlösschen Kitzerstein umgezogen, wo wir auch heute noch sind. Wir haben ca. 600 Schüler. Wir unterrichten alle möglichen Instrumente. Ich habe hier den Samuel und die Rahel und die können ja mal sagen, was sie denn spielen. Ich spiele Klarinette, Saxophon, Klavier, habe mal Flöte gespielt und Gitarre. Außerdem habe ich auch dieses Jahr dann Gesang angefangen. Genau, und ich bin auch bei dem Klavier mit dabei, habe mich dann auch später mal dem Saxophon angeschlossen und so mein Mittelding war auch mit die Orgel als Zwischenmittelding, können wir sagen. Ja, es gibt alle möglichen Instrumente, die im Orchester gespielt werden. Außerdem gibt es bei uns die Gitarre, wir unterrichten auch Gesang. Wir machen auch für die Jüngsten Angebote in musikalischer Früherziehung. Wir sind in verschiedenen Kindergärten unterwegs und ja, sind mit vielen Veranstaltungen auf allen Bühnen der Stadt Saalfeld und zu allen möglichen Veranstaltungen immer präsent. Und jetzt wünschen wir allen Zuschauern des Saale Info TV-Kanals viel Spaß bei einigen tollen Ausschnitten unseres Konzertes. Viel Vergnügen! Sehr geehrte Frau Bauer, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ehrengäste, sehr geehrte Eltern, liebe Großeltern, liebe Kinder, liebe Lehrer und Lehrerinnen der Musikschule. Herzlich willkommen zum großen Festkonzert der Musikschule Saalfeld. Meine Damen und Herren, unsere beiden Musikschulen haben jeweils knapp 600 Schülerinnen und Schüler. Wir geben also sehr vielen jungen Menschen aus unserem Landkreis etwas Gutes mit auf ihren Lebensweg. Im Kreishaushalt zählt dieses Gute als sogenannte freiwillige Leistung. Denn der Musikunterricht ist nicht kostendeckend. Würden wir kostendeckende Gebühren erheben, wäre für viele Menschen der Weg zur Musik verschlossen. Ich bin froh und dankbar, dass die Mittel für diese freiwillige Leistung im Kreistag bisher parteiübergreifend unumstritten waren. Und ich hoffe, dass dies auch weiter so bleibt. So, und jetzt wünsche ich uns und Ihnen, uns allen, schöne Stunden mit viel Freude an der Musik. Herzlichen Dank.
Wenn man zu den Saal schaut, so sieht man viele ehemalige Musikschüler, die heute ihre Kinder oder zum Teil schon Enkel auf der Bühne bewundern und wahrscheinlich genauso stolz sind wie die Eltern damals. Und ich glaube, das ist etwas, auf das unsere Stadt, auf das unser Landkreis stolz sein kann. Eine Musikschule. Eine Musikschule, die ja nicht nur einen Bildungsauftrag erfüllt, wie der Landrat das so schön gesagt hat, sondern jungen Menschen etwas beibringt, was unschätzbar ist, nämlich Disziplin. Die Kunst, auch mal dran zu bleiben, wenn es schwerfällt, nicht aufzugeben und sich auch immer wieder auch vor anderen beweisen zu müssen und zu können. Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern, dass sie auch die Generation vor ihnen Spaß und Freude an einem so tollen, an einem so anspruchsvollen Hobby haben. Ich wünsche unserer Gesellschaft, dass sie es immer schaffen möge, die Finanzen für diese großartige Schule zur Verfügung zu stellen, damit es jedermann möglich ist, ein Instrument zu lernen, Liebe zur Musik zu entwickeln und als Aushängeschild für unsere Heimat zu dienen. Den Abschluss gestalteten die Schüler und Lehrer gemeinsam. Das feierliche und bunte Programm dauerte knapp 3 Stunden. Das Publikum bedankte sich am Ende mit einem tosenden Applaus bei allen Mitwirkenden für den schönen musikalischen Abend.